Liebesgruß auf Instagram für Heidi Klum? Seit der Trennung von Heidi Klum, 44, ist der sonst zurückhaltende Vito Schnabel, 31, auf Instagram aktiv. Er postet sich auf dem Weg zum Wochenendurlaub, beim Wellness, mit seiner Mutter. Neben guten Zeiten hält der Kunsthändler auch mit traurigem und nachdenklichem nicht hinter dem Berg. Ein neues Foto fällt jetzt besonders ins Auge. Ist es eine Nachricht an seine Ex-Freundin? Vito Schnabel postet Herz am 16. Oktober taucht in der Instagram-Story von Vito eine Aufnahme von einem blauen Himmel auf, an dem eine große Wolke in der Form eines Herzens schwebt. Mit einem Kommentar hält sich der Galerist zurück, lässt lieber das Bild statt Worte sprechen. Offiziell gibt es keine neue Frau an seiner Seite. So liegt kurz nach dem Liebesaus der Verdacht nahe, dass das romantische Zeichen für Heidi bestimmt ist. Ob sich die Germany's Next Topmodel-Jurorin davon beeindrucken lässt und Fans das Paar bald wieder zusammen sehen? Heidi Klum, aktiv gegen den Liebeskummer. Heidi Klum lässt ebenfalls Instagram sprechen, um zu zeigen, wie es ihr geht. Aktueller Gemütszustand, offenbar gut. Mit Fitness, Vorbereitungen für ihre Halloween-Party und beruflichen Terminen lenkt sich die Vierfachmutter von der Trennung ab. Von einem Leben ohne Vito will sie sich nicht unterkriegen lassen. Ich habe aufgehört, auf das Licht am Ende des Tunnels zu warten und habe es selbst angemacht, schreibt die 44-Jährige selbstbewusst auf Instagram. Trennung nach 3 Jahren am 25. September 2017 veröffentlichte das US-Magazin People ein Statement von Heidi, mit dem sie die Trennung von ihrem um 13 Jahre jüngeren Freund bekannt gab. Ich glaube, es ist wichtig, sich Zeit für eine Pause zu nehmen und zu reflektieren, erklärte das Model den Split. Kurz danach sorgte Vito Schnabel mit einer Verhaftung wegen Drogenbesitzes für Schlagzeilen. Trennungsschmerz? Fehlanzeige. Heidi Klum strahlt, als wäre nichts passiert. Vito Schnabel scheint das Liebesaus sehr viel härter zu treffen. Paparazzi erwischen den 31-Jährigen am Flughafen von New York und erkundigen sich nach Heidi. Die Reaktion des Kunsthändlers ist eindeutig,